Ein Wort, das ich hier immer wieder höre, ist Jammer. Wie schade, dass die Niederländerinnen das Spiel verloren haben. Doch das heißt nicht, dass Serena Wiegmann, die niederländische Fußballtrainerin, und ihre 23 Spielerinnen nicht gebührlich empfangen werden, wenn sie nach Hause zurückkehren. Auch wenn sich die Menschen hier unzufrieden über die Elfmeterentscheidung der französischen Schiedsrichterin zugunsten der Amerikanerinnen äußern, überwiegt der Stolz auf den Titelseiten der Zeitungen. Hier steht beispielsweise, nach den Tränen dreht sich alles um Stolz. Denn das niederländische Team und die Oranje-Fans sind sehr stolz. Bei ihrer zweiten Teilnahme an einer WM haben sie es bis ins Finale geschafft. Jetzt herrscht ein Gefühl von Optimismus, dass die Niederländerinnen 2023 vielleicht die Trophäe holen könnten. Sie haben ein sehr talentiertes Team. Das Durchschnittsalter der Mannschaft liegt unter 26 Jahren und dazu gehört auch eine unglaublich beeindruckende Torhüterin. For Euronews, I'm Maeve McMahon in Amsterdam.